großer Gott! Es ist etwas Unglaubliches passiert! Moin! 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 Was geht? Was geht? Nee, ich glaube, das lasse ich lieber. Das... Sonst gibt es noch Ärger. Josen Matrosen, euer Retro-Jäger hier. Jo, was geht ab? Jo! Hallo, seid gegrüßt. Ich glaube, diesen Catchphrase gibt es noch nicht. Ich werde mir noch eins überlegen. Versprochen. Seid gegrüßt zu einem Video. Seit Jahren. Es ist bestimmt schon Jahre her. Ich hatte keine Lust mehr auf Videos, muss ich ganz ehrlich sagen. Gründe sind egal, ich hatte einfach keine Lust mehr. Jetzt mittlerweile kriege ich so wieder Bock. Ich habe wieder Bock, Videos zu machen. Das wird nicht ausarten, wie es früher war. Ich habe ja früher Flohmarkt-Videos ohne Ende rausgehauen und das wird nicht mehr der Fall sein. Ich möchte auch diesen Kanal so ein bisschen umstrukturieren. Es soll sich jetzt nicht mehr wie früher nur noch um Flohmarktvideos oder größtenteils um Flohmarktvideos handeln. Die werden vielleicht ab und an mal noch kommen. Ich habe jetzt sowieso noch ein paar gefunden, ein paar ungezeigte Szenen. Die werde ich mal aufarbeiten, vielleicht mit so einem Audiokommentar dahinter. Gut gealterte Deals zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel eine Szene gehabt oder zufällig eine Szene gesehen. Da war ein Game Boy mit, keine Ahnung, 20 Spielen oder so und der ein Game Boy Color in OVP war das, glaube ich. Und er wollte, glaube ich, für alles 80 haben oder so. Heute würde man für solche Deals dankbar sein, aber damals, das war schon ein paar Jahre her, da... Also vielleicht kann man da so eine Videoreihe machen, gut gealterte Deals oder so, keine Ahnung. Ich werde mir da bestimmt etwas einfallen lassen. Das ist nicht das Problem. Ich möchte aber so einen anderen Weg einschlagen mit diesem Kanal. Und zwar soll sich das Ganze hauptsächlich eigentlich nur ums Gaming drehen. Wie es eigentlich auch geplant war. Nur dann kam halt die Flohmarktgeschichte dazwischen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Aber jetzt mittlerweile ist das sowieso auf Flohmärkten. Also ich habe letztens vor ein paar Wochen nochmal einen Deal gemacht. Der war super. Vielleicht blende ich jemanden ein Foto ein oder sowas. Das war aber... Hätte ich dort in dem Moment gefilmt, ich hätte keine Chance gehabt, mich da durchzuboxen, quasi bildlich gesehen. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mit diesem Kanal in die Richtung gehen, wirklich hauptsächlich Gaming. Ich werde über Spiele wahrscheinlich quatschen. Hauptsächlich PS1. Ach, apropos PS1, ich bin momentan, oder was heißt momentan, schon länger, auf der Jagd zu einem Fullset. PAL. Wohlgemerkt, PAL Fullset. Ja, ich weiß, auch verrückt, aber ich habe es mir zum Ziel gesetzt, weil mir hat so ein bisschen was gefehlt bei der Sammelleidenschaft und da habe ich gesagt, ey komm, warum nicht so ein PS1 PAL Fullset machen? Ich bin mittlerweile jetzt knapp über 600 Spiele, fehlt noch ein bisschen was, aber ich bin auf einem guten Weg. Das ist so eine Neuerung. Mein Game Room sieht ein bisschen anders aus oder ja, ziemlich anders aus. Da kann auch mal eventuell ein Video kommen, neue Game Room Tour oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt heutzutage noch angesagt ist. Ich gucke gar nicht mehr so viel YouTube. Es gibt nur noch 2, 3 Leute, die ich so halbwegs verfolge. Aber vielleicht ändert sich das ja auch wieder jetzt, wenn ich wieder ein bisschen mitmische. Ja, das ist eigentlich soweit. Es sollte nur so ein Infovideo werden. No, ich denke, habe eigentlich alles gesagt. Falls ich etwas vergessen haben sollte, also Flohmarktgeschichten, alte Videos wollte ich erwähnen, die jetzt aufgearbeitet kommen. Kanal soll sich hauptsächlich um Gaming drehen. Ich werde Spiele vorstellen, hauptsächlich PS1, PS2. Eigentlich, ich sag mal so, ich will mich jetzt nicht auf PS1 festlegen, aber das ist halt so mein Haupt Sammelgebiet und auch das, wo ich am meisten spiele, aber ich habe natürlich auch andere Sachen da. Es kommt das Und das ist das, was ich mir jetzt vorgesetzt habe, bevor ich diese Videoreihe wieder starte oder generell diesen Kanal wieder zum Leben erwecke. Ich mache das, was mir Spaß macht. War am Anfang genauso. Mir hat der Flohmarkt-Quatsch auch Spaß gemacht. Nur irgendwann war das so ein bisschen, hat sich das wie Arbeit angefühlt. So nach dem Motto, ey, ich muss jetzt liefern, ich muss jetzt liefern. Oh, schon 2 Wochen kein Video. Oh nein, die Leute werden sich nach 3 Wochen, 4 Wochen nicht mehr anschauen. Diesen Druck habe ich nicht mehr und möchte ich auch gar nicht mehr haben. Würde mich freuen, wenn ihr weiterhin zuschaut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das ist alles ein Hobby. Und ja. In diesem Sinne möchte ich mich auch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß mit dem Einspieler und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch einschaltet. Wann genau, kann ich nicht sagen, aber gut, so ist der Plan oder auch nicht. Und ja, ich würde sagen, bleibt hübsch, nicht so wie ich und bis zum nächsten Mal. Hey, war das richtig?